In dieser Vorlesung behandeln wir die mehrfache Anwendung des Nabla-Operators auf ein Skalarfeld, Phi oder auf ein Vektorfeld. Das führt uns insbesondere auf den Laplace-Operator, den man durch ein griechisches großes Delta darstellt. Der definiert es als das Skalarprodukt vom Nabla-Operator mit sich selbst. Ja. Beispiele aus der Physik: dieser Laplace-Operator taucht in vielen Gleichungen und Zusammenhängen auf, nämlich zum Beispiel in der Elektrostatik, drückt der Laplace-Operator wirklich auf das elektrostatische Potential, ergibt oder muss gleich sein der Ladungsdichte Rho durch die Dielektrizitätskonstante des Vakuums. Das nennt man eben die Laplace- oder die Poisson-Gleichung. Wenn keine Ladungsdichte vorliegt, dann wäre das die Laplace-Gleichung. Oder anderer Zusammenhang, jede Wellengleichung lässt sich auch schreiben als, wenn sich eine Größe U ausbreitet mit der Zeit, dann gibt es also hier die zweifache Ableitung nach der Zeit. C ist die Wellengeschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit, mit der sich die Welle ausbreitet, und dieser Ausdruck muss gleich sein, den Laplace-Operator wirkend auf diese Größe U. Oder noch ein Beispiel aus der Quantenmechanik, wie die Schrödinger-Gleichung. Auch hier taucht Schrödinger-Gleichung, schaut dann jetzt so aus: I, Planck'sches Wirkungsquantum, h² mal Wellenfunktion zeitlich abgeleitet ist gleich, für ein freies Teilchen hätte man dann hier stehen, minus h² Quadrat durch 2m mal Laplace-Operator wirkend auf die Wellenfunktion. Es zahlt sich also aus, diesen Laplace-Operator sich ein wenig genauer anzuschauen. Wir haben ihn also, wie gesagt, definiert als Skalarprodukt des Nabla-Operators mit sich selbst. Ja, schreiben wir das nochmal an. Also Laplace-Operator Nabla mal Nabla kann ich also schreiben als d1, schreiben wir es d noch dx1, d noch dx2, d noch dx3, noch einmal multipliziert d noch dx1, d noch dx2 und d noch dx3. Das ergibt dann also hier die zweifache Anwendung, also zweifache partielle erste Ableitung, also d Quadrat noch dx1 Quadrat plus d Quadrat noch dx2 Quadrat plus d Quadrat noch dx3 Quadrat. Das heißt, wenn man jetzt hier sozusagen ein Vektorfeld noch einschieben wollen, machen wir das andersherum. Wenn wir jetzt sozusagen die Wirkung auf ein skalares Feld betrachten wollen, auf ein skalares Feld Phi, dann muss ich letztendlich hier jeweils die zweite partielle Ableitung dieses Feldes Phi bilden und die Summe der zweiten partiellen Ableitung nach x1, x2 und x3 bilden. So ergibt sich, wie man eben natürlich hier sieht, das Skalarprodukt des Nabla-Operators mit sich selbst. Das gibt eine Invariante, einen Skalar, und der multipliziert mit einem Skalar gibt wieder einen Skalar. Also es ergibt sich hier ein Skalar. Machen wir vielleicht ein Beispiel, wo man konkret die Wirkung des Laplace-Operators auf ein gegebenes skalares Feld berechnen. Nehmen wir an, wir haben ein Skalarfeld Phi in folgender Form gegeben. Das Beispiel ist genau auch im Skriptum so drinnen: 3x1 der dritten x2 Quadrat x3 der vierten. Und gesucht ist die Wirkung des Laplace-Operators auf Phi. Das heißt, was ich jetzt hier berechnen muss,
sind die zweiten partiellen Ableitungen nach x1, x2, x3. Und das machen wir jetzt einmal, indem wir phi einmal nach x1 ableiten. Hier ergibt sich ein 9 x1 Quadrat, x2 Quadrat, x3 der vierten. Leite nur partiell nach x1 ab. Dann die Ableitung nach x2 von phi ergibt der 2er, ergibt dann ein 6er, 6x1 der dritten, x2, x3 der vierten. Und die Ableitung nach x3 partiell Hochzahl herunter ergibt dann ein 12, x1 der dritten, x2 Quadrat, x3 der dritten. Und jetzt brauche ich hier, wie wir es hier gesehen haben, die zweiten Ableitungen partiell. Das schaffen wir jetzt gleich so hinzuschreiben. Das heißt, das Laplace-Operator wirkend auf dieses Skalarfeld. Jetzt noch einmal dieser Ausdruck abgeleitet nach x1 ergibt dann ein 18 x1 x2 Quadrat x3 der vierten. Jetzt muss ich diesen Ausdruck noch x2 noch ableiten. Partiell ergibt das x2 fällt dann raus. 6x1 der dritten x3 der vierten plus. Und den letzten Ausdruck muss ich jetzt noch x3 ableiten. Da gibt dann ein 36 x1 der dritten x2 Quadrat x3 Quadrat. Das wäre Laplace-Operator wirkend auf die auf das Vektorfeld. Entschuldigung, auf das Skalarfeld. Ich war schon einen Schritt weiter. Wir haben jetzt hier zu Beginn gesehen, man kann jetzt hier genau, das kann ich natürlich jetzt den Laplace-Operator auf ein Skalarfeld angewendet, kann ich auch schreiben als Divergenz von der vom Gradienten von Phi. Warum? Ich wende jetzt hier das Skalarprodukt vom Nabla-Operator an. Der Ausdruck hier ist aber nichts anderes als der Gradient. Ja, ist aber so sowas wie Nabla vom Gradient von Phi. Naja, und das ist ein Vektorfeld hier. Und wenn ich den Nabla skalar multipliziere mit einem Vektorfeld, ist das die Divergenz. Ja, also ist das Divergenz vom Gradient von Phi. Man kann so sagen, diese hintereinander Ausführung von Divergenz und Gradient ist gleich dem Laplace-Operator. Jetzt kann man den Laplace-Operator aber nicht nur auf ein Skalarfeld anwenden, sondern auch auf ein Vektorfeld. Und da habe ich Ihnen diese Identität, die Sie im Skriptum auch unter der Gleichung 2,23 finden. Insbesondere steht hier die Rotation von der Rotation und da steht auch Gradient von der Divergenz. Also aufpassen hier genau in der anderen Reihenfolge. Ja. Fangen wir vielleicht einmal mit diesem Ausdruck Rotation der Rotation eines Vektorfeldes A an. Was versteht man darunter und wie kann ich diese Identität, die hier oben genannt wurde, herleiten? Die Rotation von der Rotation ist also sozusagen die Rotation von A ist ja der Nabla vektorell mit A multipliziert, ja? Also und darauf wende ich noch einmal die Rotation an. Kriege also diesen Ausdruck. Und den Ausdruck wollen wir jetzt hier auswerten. Dazu gehen wir wieder in Koordinatenschreibweise über. Verwenden also unseren Epsilon-Tensor. Wie schaut es jetzt aus mit der Eaton-Koordinate dieses Ausdrucks? Ich brauche also mal hier für das äußere Kreuzprodukt einen Epsilon-Tensor, Epsilon i j k. Dann steht hier der erste Vektor von dem äußeren Vektorprodukt ist der Nabla, also ein Delta j. Und dann der zweite Vektor ist wieder ein Vektorprodukt. Das heißt, ich brauche noch einmal einen Epsilon-Tensor mit Start und mit Index k und dann noch zwei Indizes, die ich noch nicht verwendet habe, L und M, nämlich
L und ein A, M. Genau, und jetzt muss ich, so ähnliche Ausdrücke haben wir auch schon gesehen bei der Vektoralgebra, bei was ich, A Kreuz B Kreuz C. Was wir jetzt hier da unten noch beachten müssen, dass wir jetzt hier die Reihenfolge von A und Delta nicht vertauschen dürfen, weil ja diese Ableitungen wirken auf das, was dahinter steht. Ja. Aber was wir sehr wohl tun dürfen, ist, nachdem wir genannt sind, der Epsilon-Tensor, den darf ich hier vorziehen. Und dann mache ich gleich noch etwas. Und zwar, man sieht ja hier, dass hier der Index k doppelt auftaucht. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer einfachen Überschiebung zwei Epsilon-Tensoren. Und um das richtig auszuwerten, stört mich hier noch beim zweiten die Position vom k. Das heißt, ich vertausche schon mal k mit m. Kriege ein Minusvorzeichen dadurch. Und dann vertausche ich aber noch einmal, damit ich wieder Plus stehen habe, noch einmal das L mit dem M. Das heißt, es steht dann hier ein Epsilon L M K. Und ich habe hier D J D L A M stehen. So, jetzt verwende ich das Ergebnis aus der vorangegangenen Vorlesung. Hier haben wir nämlich, also aus der Vektoralgebra für das Kreuzprodukt oder für die Epsilon-Tensoren, nämlich hier haben wir die einfache Überschiebung des Epsilon-Tensors, das gibt ein, dieses Produkt Kronecker I L I A J M, also jeweils immer die ersten Indizes, I I, L und dann die zweiten J, M, minus und jetzt gekreuzt, minus der Indizes, ja, I, M und Delta J, L. Gut, das brauche ich eine neue Seite hier. So, jetzt haben wir hier das zu multiplizieren mit dem Ausdruck, also aufpassen, in Ihrer Notation sollten Sie klar und deutlich unterscheiden, das Kronecker-Delta vom Ableitungssymbol. Ja, also das ist ein griechisches Delta und als Ableitungssymbol verwenden wir eben so ein Del-Symbol. Del J, Del L. Das ist ganz was anderes, die beiden Symbole da hier. Man kann es natürlich auf jeden Fall darum unterscheiden, dass das Kronecker-Delta ist ein Tensor zweiter Stufe, also zwei Indizes. Und das Ableitungssymbol ist ein Vektor, also ein Index. Aber trotzdem wäre es hilfreich, wenn man das auch gut unterscheiden kann. Gut, dann haben wir hier, ich male das jetzt hier noch einmal ab, multipliziere das aus, Delta IM, Delta J, L. Und dann kommt jetzt hier noch das D, J, D, L und ein AM. So, und jetzt kann ich hier die Überschiebung mit dem Kronecker-Delta durchführen. Also, hier summiere ich zum Beispiel über L. Damit verabschiedet sich dieses Kronecker-Delta und das, an der Stelle steht dann ein DI und hier wird über J summiert und steht an der Stelle ein DM. AM. Minus. Geht es ähnlich, aber aufgrund der verkreuzten Indizes kommt dann noch was anderes raus natürlich. Nämlich hier überschiebe ich dieses erste Kronecker-Delta mit dem AM. Da steht dann hier ein AI. Und hier kann ich mir aussuchen, welche Überschiebung ich durchführe. Zum Beispiel die mit J, könnte auch die mit L. Das Ergebnis ist das gleiche. Jetzt hier überschiebe, steht hier ein D. Natürlich ein DL, DL, DL. Gut, und jetzt haben wir schon beinahe den
haben wollen. Schauen wir uns den ersten Ausdruck einmal an. Ich vertausche jetzt hier nur die Reihenfolge dieser Ableitungen. DI. Gut, an der Stelle muss man jetzt natürlich sagen, das Vertauschen der partiellen Ableitungen nach I und M, das darf ich dann tun, wenn das Vektorfeld zweifach stetig differenzierbar ist. Das heißt, was ich hier verwende, ist der Satz von Schwarz, dass bei gemischten partiellen Ableitungen die Reihenfolge egal ist, solange das Vektorfeld hier sozusagen stetig differenzierbar ist, zweifach. Dann steht da nämlich das Delta I und sage Ihnen gleich dazu, warum ich das jetzt so umgeschrieben habe, weil nämlich was hier steht, das ist die Divergenz von A, auf die ich dann den Gradienten anwende. Und was hier steht, das ist der Laplace-Operator. Der Laplace-Operator jetzt wirkend auf die ith Koordinate des Vektorfeldes. Und wenn wir jetzt schauen, wo wir gestartet sind, dann können wir diese gleich nehmen. Das war ja hier die Rotation von der Rotation von A, die ith Koordinate. Wenn wir das jetzt auf die andere Seite noch bringen, dann haben wir genau das Ergebnis. Das war, glaube ich, Gleichung 2,23, dass nämlich der Laplace-Operator wirkend auf das Vektorfeld hier ist gleich der Gradient von der Divergenz von A minus, das bringe ich hier darüber, minus der Rotation und der Rotation von A. Dazu, um diese Identität 2,23 anhand eines Beispiels zu überprüfen, also schauen, ob linke und rechte Seite gleich ist, können wir uns ein Beispiel anschauen, nämlich das ist auch im Skriptum. Vektorfeld A sei gegeben durch folgenden Ausdruck: x1 Quadrat x2 minus 2x1 x3 2x2 x3. Und sozusagen, was wir jetzt tun wollen, überprüfe durch Ausrechnen diese Gleichung 2,23. Gut, was müssen wir da machen? Wir müssen ja zunächst einmal, wir können einmal starten mit der Divergenz von A hier und dann den Gradienten berechnen. Das ist eine gute Übung. Divergenz von A, was ergibt sich dadurch? Das ist ja erste Koordinate abgeleitet. Ich schreibe es noch einmal sicher noch einmal hin. Plus die A2 noch die x2. Plus die A3 noch die x3. Also das ist das Erste, was wir ausrechnen. Das heißt, die erste Koordinate noch x1 abgeleitet, ergibt dann 2x1 x2. Da müssen wir noch x2 ableiten, das taucht hier nicht auf, haben wir hier 0. Und noch x3 müssen wir ableiten, die dritte Koordinate ergibt ein 2x2. Also 2x1 x2 plus 2x2. Den Gradienten von dieser Divergenz ist also der Gradient von diesem Ausdruck hier. Dann Zweier könnte ich jetzt hier rausheben. Zweimal. Jetzt muss ich Gradient dieser Nabla-Operator, also d nach dx1, ergibt dann hier 2 nach x1 abgeleitet, den 2 habe ich schon raus.
X1 ergibt es jetzt X2. Nach nach X2 abgeleitet bekomme ich hier einmal X1 und ein 1er, je nachdem ich den 2 da rauskomme. Und schließlich erhalte ich für die dritte Koordinate x3, taucht die nicht auf, kommt hier 0 raus. Gut, das wäre mal der Ausdruck hier, der erste Ausdruck hier. Dann schauen wir uns an den nächsten. Nehmen wir uns einmal den Ausdruck vor, Rotation von der Rotation. Dazu brauche ich mal die erste einfache Rotation. Gut, das ist jetzt Rechnerei natürlich. Also, schauen wir es einmal an. Als Kreuzprodukt von dem Ausdruck hier, x1 Quadrat x2 minus 2x1 x3 2x2 x3. Also, was muss ich jetzt hier machen? Produkt bilden oder Rotation ausrechnen. Also den Ausdruck hier nach x2 ableiten, ergibt ein 2x3 minus x3 abgeleitet. Dieser Ausdruck mit dem Minus ergibt es ein Plus 2x1. Okay, dann die zweite Koordinate. Dieser Ausdruck nach x3 abgeleitet ist 0. Und dieser Ausdruck noch x1 abgeleitet ergibt ebenfalls 0. Und dann haben wir noch diesen Ausdruck, die zweite Koordinate durch x1 abzuleiten, ergibt minus x3. Und wir haben hier noch einmal minus noch nach x2 müssen wir ableiten. Diesen Ausdruck hier gibt 2 x1 x2. Und jetzt müssen wir noch einmal die Rotation bilden. Die Rotation von der Rotation von A ergibt also jetzt hier noch einmal die 1, die 2, die 3 Kreuz diesem Ausdruck. Ich hebe jetzt hier mal ein 2 heraus. Der taucht hier überall auf. Dann haben wir also hier, bringt es nur in die Reihenfolge x1 plus x3, 0. Und hier haben wir x1, x2, minus natürlich und minus x3. Und das ergibt, gut, noch x2 abgeleitet, dieser Ausdruck hier ergibt ein Minus. X1 glaube, wir haben das irgendwo vertan. Eine Sekunde, kontrollieren wir noch einmal. X, da stimmt, glaube ich, etwas nicht hier an der Stelle. Kontrollieren wir das noch einmal. Die Z-Koordinate der Rotation war die 1 noch, das hat schon gestimmt, minus 2x3. Das hat gepasst. Und dann habe ich aber hier noch x2 leite ich ab. Das war mein Fehler. Da steht natürlich x1 Quadrat. Da kann ich den 2 natürlich dann auch nicht mehr rausheben da hier. Da steht hier 2x1, 2x3 und hier steht minus x1 Quadrat.
2x3. So, jetzt berechnen wir die Ableitung. Also, ich muss diesen Ausdruck in x2 ableiten. Das taucht jetzt aber hier nicht mehr auf. Da haben wir also 0 und die Ausdruck 0 abgeleitet ergibt ebenfalls 0. Hier steht also mal 0. Dann die zweite Koordinate muss ich bilden. Ableitung noch x3 von diesem Ausdruck ergibt ein Zweier. Und noch x1 abgeleitet ergibt ein Minus. Minus ergibt plus 2x1. Und die z-Koordinate ergibt wieder 0. Und 2x2 taucht hier nicht auf, also wieder 0. Schreiben wir es nochmal hin. 0, 2 plus 2x1 und 0. Gut, jetzt haben wir mal den Ausdruck berechnet. Jetzt müssen wir noch die linke Seite berechnen, um die Gleichheit zu überprüfen. Das heißt, jetzt brauchen wir den Laplace-Operator. Wirkend auf das Vektorfeld. Das wird jetzt wieder ein Vektor, nämlich Laplace wirkend auf die erste Koordinate des Vektorfeldes, Laplace wirkend auf die zweite und Laplace wirkend auf die dritte Koordinate des Vektorfeldes. Ja? Das muss natürlich ja eine Gleichung zwischen zwei Vektoren sein. Wenn links ein Vektor steht, muss auch rechts ein Vektor stehen. Gut, jetzt schauen wir uns das vielleicht separat jetzt hier mal an. Naja, jetzt muss ich also versuchen wir das gleich in einen Schritt zu machen. Die Ableitung noch zweimal noch x1 von dem, das ist ja hier, das wäre jetzt hier a1. Das einmal ableiten noch x1 bekomme ich hier ein 2 x1 x2. Die nochmalige Ableitung ergibt dann ein 2x2. So, was passiert hier mit a2? x2 taucht hier gar nicht auf, das heißt, hier kommt auf jeden Fall 0 raus. Und Entschuldigung, a3 taucht hier nur linear auf, das heißt, beim ersten Mal ableiten verschwindet x3 und beim zweiten Mal ableiten verschwindet der Ausdruck dann komplett, gibt es also 0. Jetzt haben wir die drei Ausdrücke für den Laplace-Operator. Nochmal hin, wirkend auf das Vektorfeld, da ist dann also 2x2, 0, 0. Und das müsste jetzt gleich sein, wenn wir uns nicht verrechnet haben, der Gradient von der Divergenz, also das war dieser Ausdruck, 2 mal x2 und 2x1 plus 2, 0. Minus der Rotation von der Rotation. Und das war der Ausdruck 0 plus 2x1, 0. Und das hebt sich tatsächlich weg. Ergibt also links und rechts den gleichen Vektor, weil sich sozusagen dieser Ausdruck hier mit dem hier rauskürzt und dann steht links und rechts das gleiche da. Gut. Im Skriptum finden Sie jetzt hier noch die Beziehungen 227 bis 232. Worum geht es da? Und zwar geht es da. Was wir jetzt bis jetzt angeschaut haben, war die doppelte Anwendung des Nabla-Operators auf einen Vektor oder auf ein Skalarfeld. Man kann natürlich jetzt hier den Gradienten, Divergenz, Rotation auch auf Kombinationen von entweder zwei Skalarfeldern oder einem Skalar und einem Vektorfeld anwenden. Das heißt, was wir hier brauchen, ist sozusagen die Verallgemeinerung der Produktregel auf die verallgemeinern der Produktregel auf die Differentialoperatoren Gradient, Divergenz und Rotation. Und exemplarisch,
Die brauchen es nicht unbedingt auswendig zu können, sondern sie kann man sich auch ganz leicht ableiten. Und ich zeige Ihnen das exemplarisch anhand von zwei Beziehungen. Die anderen machen Sie als Übung am besten. Nämlich nehmen wir uns einmal die erste Beziehung vor, die Beziehung 227 war das. Da war gegeben der Gradient von einem Produkt von zwei Skalarfeldern. Ein Skalarfeld Phi mal ein Skalarfeld Psi. Und die Rechnung läuft dann immer so ab, da geht man jetzt am besten in Koordinatenschreibweise. Die i-te-Koordinate von dem Ausdruck ist ja der Nabla wirkend auf Phi Psi. Naja, und jetzt hat man hier, jetzt wendet man einfach die Produktregel an. Das heißt, man wendet hier die Ableitung auf Phi an und lässt Psi unverändert und umgekehrt. Ja? Das heißt Phi Di Psi. Und das schreibt man jetzt wieder um in der Form Psi mal Gradient von Phi plus Phi mal Gradient von Psi. Das wäre die i-te-Koordinate von dem Ausdruck, der dann hier steht. Schauen wir uns einen anderen Ausdruck an, nämlich zum Beispiel, wie schaut es aus mit der Gleichung 230? Hier geht es zum Beispiel um die Aussage, was ist, ergibt die Divergenz wirkend jetzt auf das Kreuzprodukt von zwei Vektorfeldern. Also A, B ist ein Vektorfeld, also Größen, die von xy oder von x1, x2, x3 abhängen. Ja, das berechne ich am besten wieder, indem ich die in Koordinatenschreibweise übergehe. Das ist ja nichts anderes als wie dann Nabla skalar multipliziert mit diesem Vektor und das Vektor Epsilon I J K A J B K. Und hier verwendet man folgende Rechnung, nämlich Epsilon ist eine Konstante, kann ich vor die Ableitung ziehen. Und das, was dann hier stehen bleibt, ist der Nabla wirkend auf ein Produkt von zwei Feldern und da brauche ich Produktregel. Ergibt also dann hier Epsilon I J K. Ähnlich wie wir es hier oben gemacht haben, nur stehen dann jetzt hier Indizes dabei, weil das Vektorfelder sind. Ergibt dann jetzt hier verändert, gibt ein BK DI A J plus A J D I B K. Und das multiplizieren wir jetzt einmal aus. Und dann versuche ich das wieder auf ein Vektorprodukt irgendwie zu bekommen. Dann schreiben wir den ersten Ausdruck an. Epsilon I J K B K D I J und der zweite Ausdruck wäre plus Y I J K A J D I B K. Gut, wie geht es jetzt hier weiter? Ich möchte es jetzt wieder als Vektorprodukt schreiben. Am Ende kommt dann Skalar raus. Divergenz ergibt einen Skalar. Sehe natürlich, weil über alle Indizes wird summiert. Offenbar haben wir es da zu tun mit einem Skalarprodukt dann von einem Vektor mit einem Kreuzprodukt, mit der Rotation eines Vektors. Und zwar sehe ich am besten, indem man hier die Indizes noch geeignet vertauscht. Ja. Man muss also hier, was ich nicht mehr tun darf, ich darf das BK nicht mehr hinten hinstellen, ja, sondern das bleibt jetzt hier vor dem Ableitungsapparat. Was ich aber tun darf, ich darf natürlich diesen
diesen Epsilon-Tensor hier reinschreiben, damit ich das Skalarprodukt von BK mit einem Vektor schreiben, mit diesem Kreuzprodukt schreiben kann, muss ich hier Indizes vertauschen. Ich hätte gerne das K an erster Stelle dazu stehen. Durch. Und dann vertausche ich aber noch einmal, damit ich hier die richtige Reihenfolge IJ stehen habe, das I mit dem J. Dann steht hier ein Epsilon, ich fange mit dem BK an. BK, da steht ein Epsilon, ich habe es zweimal vertauscht, Indizes, steht dann ein Epsilon K I J, D I A J. Jetzt bin ich schon zufrieden, weil das kann ich jetzt sofort interpretieren hier als Rotation von, ach, da gehört K, weg da drüber, Rotation von A. Und zwar die harte Koordinate von dem, von der Rotation. Und hier mache ich es ähnlich. Hier schreibe ich A vorne hin. Dementsprechend hätte ich gerne hier J vorne stehen als ersten Index. Und habe es einmal vertauscht, dann steht hier Epsilon J I K D I B K. Weil das, was hier steht, ist bereits die Rotation von B, und zwar die J-Koordinate. Dementsprechend steht dann hier im Ergebnis da das Skalarprodukt von B mit der Rotation von A. Minus, das ergibt sich eben durch die einmalige Vertauschung der Indizes, das Minus, minus A Skalar multipliziert mit der Rotation von B. Und ganz analog sind auch die anderen Gleichungen hier zu zeigen. Wenn Sie zum Beispiel die Gleichung 231 zeigen wollen, also die Rotation jetzt von A Kreuz B, dann gehen Sie ganz gleich vor. Nur haben Sie ja hier stehen sozusagen die Rotation von A Kreuz B, A Kreuz B. Das heißt, hier bekommen Sie die zweifache Überschiebung. Von Epsilon, das gibt es ja wieder so ein Produkt von Kronecker-Deltas, ja, ohne die Indizes hinzuschreiben. Und Sie benutzen hier wieder die Produktregel dann. Und das ergibt Ihnen dann insgesamt, es gibt Ihnen zwei Terme, das Produktregel ergibt dann noch einmal zwei Terme und dann kommen Sie auf diese vier Terme, die hier in der Gleichung 231 anzuführen sind. Ja, machen Sie diese Rechnung in Ruhe und so können Sie alle diese Identitäten